Hallo Leute, Matthias wieder hier aus dem wunderschönen Thailand. Ja, Dienstagmorgen und es ist soweit. Heute geht's los, das Auto ist schon fast fertig gepackt. Und ja, die letzten Vorbereitungen noch treffen und dann geht's ab nach Samut Prakan, endlich. Ja, das Auto ist vollgetankt, der Reifendruck überprüft. Alles okay soweit, es sind 400 und ein paar zerquetschte Kilometer und ja, 6 Stunden laut Navi, bis wir dort sind. Also können wir gemütlich losfahren und dann schauen wir mal. Es gibt 2 Routen, eine führt über Bangkok, die werde ich natürlich vermeiden. Also wir kommen dann von der anderen Seite, um einfach dem großen Verkehrschaos da irgendwie zu entweichen. Das ist ja Feiertag heute in Thailand, viele haben frei, es ist Vatertag. Und vermutlich werden wir viel Gegenverkehr haben. Das heißt, die Leute, die in Bangkok arbeiten und die frei haben, kommen alle natürlich nach Hause. Ich hoffe, dass es so ist und dass wir eigentlich freie Fahrt haben. Okay, wie gesagt, die letzten Vorbereitungen in guter halben Stunde werden wir wahrscheinlich dann losfahren und schauen wir mal, wie es sein wird. Ne? Okay. So, ist noch der Koffer, der gepackt werden muss. Das Motorrad habe ich jetzt hier reingestellt. Und ja, dann das Saleng, den lassen wir für den Onkel Nanon. Der braucht ihn wahrscheinlich, um hin und her zu fahren. Und ja, meine Hunde. Ja, der Pool, der ist ja so, das habe ich jetzt noch mal sauber gemacht und der tut sich automatisch ein- und ausschalten. Das heißt, die Pumpe geht dann immer so 4-5 Stunden am Tag. Weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie ich das eingestellt habe, also dass die arbeitet und das Wasser sauber hält. Das Problem ist halt, es kommen immer wieder mal Frösche, die da reinspringen und nicht mehr raus können. Und die muss man dann rausholen, habe ich dem Onkel schon gesagt, oder auch der Kang, wenn er kommt, immer wieder mal danach schauen, um die Frösche, die da reinfallen und dann auch verenden, dass die wieder rausgeholt werden. Denn wenn, ja, wenn die da längere Zeit dort bleiben, ist es natürlich nicht gut fürs Wasser. So, dann hier sieht alles einigermaßen, ja, nicht unbedingt gut aufgeräumt, man könnte es mehr machen, aber wir haben einfach keine Zeit mehr und deshalb, ja, ist okay so. Wie gesagt, den Saleng tue ich dann nach vorne und hier das Tor wird abgeschlossen. Hier schauen wir nochmal, was wir da noch aufs Auto laden können. Der Rest bleibt eben hier, man kann nicht alles mitnehmen jetzt. Auf jeden Fall Gasflasche und Tische und das ganze Geschirr für Creep-Up zu machen. Was noch drauf passt, geht. Ich will jetzt das Auto auch nicht überladen und der Rest wird dann beim zweiten Mal. Das ist meine Schwiegermutter, die Eilert. Die macht dann noch ein bisschen sauber. Und ja. So. Dann hier sind wir auch fertig soweit. Das mit den Aufräumen wird dann wahrscheinlich auch die Eilert und der Nanon. Mit den Säcken hier haben wir keine Zeit mehr. Wir wissen, heute schon ziemlich früh los, wenn wir, denn ich möchte auch nicht im Dunkeln da in einer Gegend herumfahren, wenn ich, wo ich mich nicht auskenne, nicht? Das ist immer so schwierig, die ganzen Motorräder und was da alles unterwegs ist. Deshalb möchte ich unbedingt bei Tageslicht noch ankommen in Samut Prakan. Aber das ist ja gut aus. In 6 Stunden, sagen wir eine Stunde, machen wir Pause irgendwo unterwegs. In 7 Stunden sollten wir eigentlich dort sein. Ja, Leute, hier noch ein ganz kleiner Blick in die Reisfelder. Und ja, ist wie gesagt ein schönes Plätzchen hier. Und wir gehen ja jetzt nach Samut Prakan. Aber ich sagte schon mehrmals, es ist ja nicht für immer. Hier bleibt unser Zuhause. Und ja, das mit Samut Prakan ist halt so mal, ich sehe es als einen etwas längeren Ausflug. Und für meine Frau wird es etwas länger dauern, aber wahrscheinlich werde ich schon nach ein paar
Wochen zum ersten Mal da wieder zurück sein. Ich sehe da meinen Onkel und seine Kohlemeiler. Also gut, es war ja auch jede Menge Holz von diesen Bäumen, nicht, dass man einfach irgendwie verwenden musste. Es war ja ziemlich kaputt, auch das meiste von Insekten zerfressen, weil, wie gesagt, die Bäume waren ja abgestorben, die meisten mussten einfach weg. So, unsere Kühe wieder auf der Weide, immer noch getrennt. Aber gut, wir sind in guten Händen, der Onkel wird aufpassen. Schon gut, wenn man so jemanden hat, Leute, denn ohne ihn würde es ein bisschen schwieriger sein. Ne? Weil unsere Herd ist nicht mehr die jüngste und mit den Kühen und so hat sie dann schon ihre Schwierigkeiten. So, man sieht, der tut jetzt den Ofen neu mit Holz füllen. Da hat er das Ding schon raus, die Kohle. Ja, das ist unsere Sairung, von der ich hoffe, dass sie trächtig ist. Ist so noch das ganze Gestrüpp, alles wird nicht verwendet für Kohle, nur das etwas dickere, das andere einfach so zum Anzünden, zum Feuern. Okay, Leute. Ja, Leute, ein wunderschöner Morgen hier im Isan, wie immer eigentlich auf dem Land. Man sieht die Sonne, ich hoffe, dass man es sieht, die Sonne geht jetzt auf. Ist wie gesagt noch früh am Morgen, wir haben noch nicht mal gefrühstückt. Und schauen wir mal, ob wir da hier noch frühstücken oder einfach unterwegs. Weil, wie gesagt, in einer halben Stunde oder so geht es dann los. Hier soweit auch alles in Ordnung, das Gras gemäht. Und meine Palmen wachsen sehr schön. Also keine Spur vom Palmrüssler mehr. Und sobald ich wieder hier bin, werde ich das nochmal checken. Und wenn man da ein bisschen was sieht, gleich nochmal sprühen. Ich habe noch zwei Dosen, also das reicht für zweimal noch sprühen. Aber im Moment sieht es gut aus. Also nochmal, das Mittel, was ich euch gezeigt habe, hat sehr geholfen. Kann ich nur empfehlen. So, das sind die Strohballen noch beim Trocknen. Und die werden dann irgendwo verstaut ins Trockene, ja. Hier wird noch das Rest vom Holz und Gras und alles Mögliche da verbrennt. Da ist dann das nächste Projekt irgendwann mit Gästehaus wahrscheinlich oder irgendeinem Pavillon oder so. Und eine neue Feuerstelle. So, dann hier ist die Küche im Außenbereich, wo unser Nanon waltet. Man sieht, er hat da Reis jeder Menge und alles ist also gut versorgt. Und das, da vorne hat er ja den Kühlschrank und so, da kann er auch verwenden. Da ist ja auch das Futter für die Hunde drin und das ganze Zeug. Unsere Enten und Hühner habe ich auch versorgt, nochmal richtig das Wasser gewechselt bei den Enten, damit sie auch ein bisschen planschen können. Und Futter ist da und ja, und hier dieser schöne Plätzchen muss ich einfach nochmal zeigen, da war ich so begeistert die letzten Tage wirklich, seit wir das hier haben und die anderen auch selbst Onkel Nanon, der hält mittags auch immer ein Nickerchen hier so. Das hat was. Das ist, ja. Sieht schön aus. So ist der Isan. Also nicht nur so, aber auch so. So, dann die Blätter haben wir jetzt da noch einen Transport. Der wird aber Onkel Nanon machen. Wir haben keine Zeit mehr gehabt. Die werden verwendet, um Besen zu machen. Habe ich gesehen. Beim Nachbar und die Eilert hat auch schon einen fertig. Also schon interessant. Ja. Ich habe überall nochmal richtig Wasser gegeben gestern. Das heißt, die Bewässerung nochmal. Das ist jetzt so, musste eigentlich noch nicht. Der Boden ist ja noch feucht von der Regenzeit. Aber einfach, um dass es nicht so schnell austrocknet. Und dann ab
Januar oder so fängt dann schon die richtige Trockenzeit an. Da muss man dann schon praktisch jede Woche mindestens einmal Wasser geben. Oder sollte man. Ja, hier unsere Papaya sind auch bald reif. Da kann Onkel Nanon Salat machen, diesen Papaya Pok Pok oder Papaya Salat. Man sieht hier das Kohledepot von Onkel Nanon, jede Menge Kohle und ist noch nicht fertig. So sieht das aus. Das andere ist in Säcke abgefüllt. Ja. Ja, Leute, und sonst, was soll ich sagen? Ich sage es nochmal, ein sehr schönes Plätzchen hier. Wir haben jetzt fast 6 Jahre hier uns was aufgebaut. Und deshalb, ich denke im Traum nicht daran, dies hier aufzugeben. Das mit Sako Nakon, ich sage es nochmal, ist jetzt so ein kleines Experiment und nicht mehr. Also selbst wenn daraus aus diesem Geschäft was wird, werden wir nicht hinziehen, sondern wir werden hier weiter wohnen. So. Natürlich ist die Lebensqualität in Sako Nakon natürlich nicht so wie hier. Also ich meine hier allein die Landschaft schon und das Ganze drumherum. Ich bin da früh aufgestanden, gleich ein paar Runden im Pool geschwommen. Man fühlt sich wie neugeboren. Und ja, der Pool und auch meine Tiere und das Ganze wird mir schon fehlen. Aber wie gesagt, es ist ja nicht für lange Zeit und das ist auch nicht für immer. Von daher, ich bin zufrieden mit diesem Grundstück, so wie es ist, was wir uns da aufgebaut haben. Ich sage es nochmal. Es war so, wollte ich es haben hier draußen und so haben wir es gemacht. Und ja, ist eigentlich bis jetzt alles ganz gut gelaufen. Heute haben wir, fällt mir gerade ein, den 5. glaube ich, Dezember. Den 8. Dezember habe ich, den 9. eigentlich, den 9. Dezember habe ich genau 6 Jahre, seit ich in Thailand bin. Seit wir rausgewandert sind. Und seit wir rausgewandert sind, haben wir immer hier gewohnt. Also das ist unser Platz, wo unser ständiger Aufenthalt war. Und praktisch seit 6 Jahren sind wir hier am Arbeiten und dies machen und jenes machen. Wir sind immer noch nicht fertig, aber das, was wir gemacht haben, ist eigentlich, ich bin sehr zufrieden, ne? Muss ich sagen. So. Okay, Leute, jetzt schon langsam wird es Zeit. Noch den Rest der Sachen ins Auto packen und dann auf geht's. Ne? So, Leute, das war's dann wieder mal mit diesem Video und wahrscheinlich das nächste werde ich dann in Sako Nakon machen, denn unterwegs in Samut Prakan, nicht in Sako Nakon. Sako Nakon, da kommt unser Onkel her. Ich bringe die zwei immer durcheinander. So, unsere Mimi, habe ich schon gesagt, nehmen wir auch mit. Die ist frisch gebadet, frisch geduscht. Mann, richtig gut, ne? Und die kommt auch mit. Die anderen Hunde sowieso bleiben alle hier, aber die Mimi darf da wieder mit dem Auto fahren, nicht? Okay, Leute, also dann, was soll ich sagen? Auf geht's nach Samut Prakan. Euch noch einen schönen Tag. Und ich melde mich dann von dort wieder, ne? Und zeige euch, wie es weitergeht, was da noch alles auf uns zukommt. Ja, also, euer Matthias aus dem wunderschönen Thailand, hier noch in Surin und bis zum nächsten Mal und tschüss.